Die Seidenstraße, auf der einst auch der venezianische Händler Marco Polo reiste, bezeichnet ein Netz historischer Karawanen und Handelsrouten. Entlang dieser begann vor über 2000 Jahren die Globalisierung. Von vorchristlicher Zeit bis ins Spätmittelalter verband die alte Seidenstraße den fernen Osten, Zentralasien, den Mittleren Osten, Afrika und Europa. Über Jahrhunderte wurde Seide von China nach Westen transportiert. Retour kamen Baumwolle, Gold und Silber. Über die Seidenstraße bahnten sich aber auch neue Lehren und Ideen den Weg nach China, etwa Buddhismus und Islam. Die Seidenstraße des 21. Jahrhunderts besteht aus einem riesigen Geflecht von Straßen, Schienen, aber auch Öl- und Gaspipelines. Sie alle sollen sicherstellen, dass China bestmöglich vernetzt ist. Neue Tiefseehäfen erweitern die Transportkapazitäten auf dem Wasser. Dazu kommen Infrastrukturprojekte an strategischen Orten, bis nach Afrika. Warum aber tätigt China all diese Investitionen? Chinas Politik ist intransparent und erschließt sich dem Westen nur schwer. Einige der besten China-Kenner kommen aus Großbritannien. Kolonialgeschichte und der Opiumkrieg verbinden in gegenseitiger Faszination und Hassliebe. Bevor er sich hier in Hongkong niederließ, war Tim Sommers britischer Generalkonsul in der Volksrepublik China. Heute lehrt er an einer Universität in Hongkong und ist für den renommierten Think Tank Chatham House tätig. Die neue Seidenstraße, die One Belt, One Road-Initiative, ist wichtig geworden, weil unter ihr alle globalen Initiativen von Chinas Präsident Xi Jinping zusammengefasst werden. Ich glaube, zuerst war die Absicht in erster Linie kommerziell und wirtschaftlich. Und es war einfach das Label, unter dem alle diese Projekte, die Chinas globalen wirtschaftlichen Einfluss stärken sollten, präsentiert wurden. Das war der Beginn. Seither ist es aber zu einem immer wichtigeren Instrument chinesischer Außenpolitik geworden. Es ist politischer geworden und wird von Chinas Führung in vielen Ländern heute auch so präsentiert und propagiert. Kishore Mahbubani, Geschichtsprofessor aus Singapur und ein ehemaliger Präsident des UN-Sicherheitsrates, ist einer der wichtigsten Intellektuellen in Asien. Für ihn hat der Aufstieg Chinas tiefgreifende geopolitische Folgen. Mit dem Bau und der Finanzierung der neuen Seidenstraße stärkt China längerfristig seinen Einfluss und sichert seine Macht ab. Nicht zuletzt im sich immer mehr abzeichnenden Duell mit den USA um die weltweite Vorherrschaft. Wie Sie wissen, hat China große Erfahrungen beim Bau von Weltklasse-Infrastruktur. Indem die Chinesen ihr Know-how jetzt in ihren Nachbarländern umsetzen und dort bauen, machen sie diese abhängig von sich. Das bedeutet, dass die USA mit einer Politik der Eindämmung, wie man sie zur Zeit des Kalten Krieges gegenüber der Sowjetunion angewandt hat, gegenüber China keinen Erfolg haben werden. Sie werden Chinas Einfluss nicht mehr begrenzen können, weil China einfach der wichtigste Handelspartner praktisch aller seiner Nachbarländer ist. Chongqing, im vergleichsweise unterentwickelten Westen von China, weit ab von der Meeresküste. Hier nimmt die physische Infrastruktur der neuen Seidenstraße in gewisser Weise ihren Anfang. Mit über 30 Millionen Einwohnern zählt Chongqing zu den größten Städten der Welt und ist eines der wichtigsten Zentren der chinesischen Automobilindustrie. Hier findet gegenwärtig das größte Wachstum in China statt. Die Infrastruktur Chongqings hat sich in den letzten 20 Jahren völlig verändert. In kürzester Zeit wurden Brücken, Autobahnen und mehrere Flughafenterminals errichtet. Damit ist Chongqing viel besser an die Welt angebunden. 2010 hat die Lokalregierung von Chongqing eine Frachtzugsverbindung aufgebaut, die über Westchina durch Zentralasien bis nach Deutschland führt. Wenn Sie den Westen Chinas besuchen, werden Sie feststellen, dass Dutzende von Städten in Chinas Landesinnerem nun über Frachtzugsverbindungen bis nach Europa verfügen. Das angrenzende Kasachstan ist das Schlüsselland für die Landverbindung von China nach Europa.
Hier beginnt der strategische Feldzug und zieht seine Kreise Richtung Westen. Das riesige Land ist dünn besiedelt, mit bisher nur entsprechend schwacher Verkehrsinfrastruktur. Kasachstan wird immer abhängiger von China. Es liefert Rohstoffe und bekommt dafür von China konkurrenzlos günstige Konsumgüter. Heute oft noch von Händlern im Ameisenverkehr von China nach Kasachstan geschmuggelt. Doch dieses Businessmodell läuft aus. Denn in Korgas, in der weiten kasachischen Steppe, entsteht im Rahmen der neuen Seidenstraße ein riesiger, von China finanzierter Logistikumschlagplatz, wo Container aus China auf die Züge nach Russland und Europa umgeladen werden.